Ein Jahr lang werden zahlreiche Initiativen den Weg für das Innovationsfestival ebnen, das im Herbst 2012 erstmals stattfinden wird. Die öffentliche Diskussion über das Thema, das für die Entwicklung des Standortes Südtirol eine zentrale Rolle einnimmt, werden in den nächsten Wochen die Innovationsgespräche eröffnen, welche von Landesrat Roberto Bizzo vorgestellt worden sind. Das erste Treffen findet Ende September in Bozen statt. Innovation ist das Ergebnis gesellschaftlichen Wandels und Innovation wird zum Kapital der gesamten Gesellschaft, wenn diese in der Lage ist, sich neuen Ideen, neuem Wissen und neuen Technologien zu öffnen. Das erste Treffen der Innovationsgespräche, die aus einer engen Zusammenarbeit zwischen der Landesabteilung für Innovation der Universität Bozen und dem TIS hervorgehen, wird am 22. September in der Mittelschule Adanegri stattfinden. Thema des Treffens ist das Projekt Schule mit Touch, in dem es um neue digitale Formen des Unterrichts geht. Innovation ist ein Schlüsselthema für die Zukunft Südtirols und steht ganz vorne auch in den Prioritäten der Landesregierung. Wir verfolgen das Ziel, eine öffentliche Diskussion zu Innovationsthemen anzustoßen, an der sich alle Südtiroler beteiligen dürfen und die sich der Fragestellung widmen, auf welche Weise ein soziales und kulturelles Innovationsbewusstsein geschaffen und Innovation in allen gesellschaftlichen Bereichen gefördert werden kann. Um die Forschung in allen Bereichen der Gesellschaft anzukurbeln, finden also die Innovationsgespräche statt. Die vorgesehenen Treffen sollen ganz Südtirol mit erfolgreichen Forschungs- und Innovationsprojekten vertraut machen. Die sind sehr, sehr wichtig, um einfach die Kultur der Innovation voranzutreiben. Die Kultur braucht es im Kopf, weil im Kopf muss man entsprechend offen sein, man muss offen für Neues sein. Und wenn man da offen ist, dann hat man auch gute Ideen. Man bekommt jeden Tag sicherlich eine neue Idee und es gilt dann, Ideen auch wirklich umzusetzen. Und wir helfen dabei, mit Partnern zusammen, dass man Möglichkeiten hat, Ideen ganz konkret in Projekte zu bringen und von den Projekten dann wirklich in eine erfolgreiche, ich sage auch in ein erfolgreiches Business laufen kann. Dafür sind wir da als TIS Innovation Park und da helfen wir. Nach dem ersten Treffen Ende September wird das zweite Innovationsgespräch am 10. Oktober immer in Bozen stattfinden und sich mit der Innovation im Lebensmittelsektor befassen. Gast dieses Treffens wird der bekannte Unternehmer und Politiker Ricardo Illis sein. Am 26. Oktober in Meran geht es dagegen um die Kunst der Innovation, also das Zusammenspiel von Kunst, Design und Innovation. Die Innovationsgespräche sehen dann im Frühjahr 2012 weitere 4 Treffen vor und sie werden am 23. November in der Leinburg mit einem Treffen zum Thema Frauen in der Önologie abgeschlossen. Alle Details zum Programm findet man im Internet unter www.innovation-now.it.